Die Polizei ist hier massiv angerückt mit 10 Streifenwagen. Und der Westdeutsche Rundfunk ist auch anwesend. Oder nur das Falsche täte, nichts mehr ausrichten könne. Diese Situation wird von rechtsradikalen und rassistischen Gruppen und Parteien zur Stimmungsmache und letztendlich zu gewalttätigen Aktionen ausgenutzt. Belegt sehen wir dies auch darin, dass einer der Administratoren dieser Bürgerwehrgruppe seit Jahren als Nazi in Essen bekannt ist und zum Beispiel Mitgründer der Nazi-Rockband Eudoxie war. Wir haben nun in Essen eben diese Situation und ein Treffen dieser Facebook-Gruppe war vorgesehen in einem Unperfekthaus hinter euch, an und für sich ein Ort, der für einen solchen Treffpunkt denkbar ungeeignet ist und wo an und für sich auch wirklich sehr viele äußerst verwundert war, dass dies an diesem Ort stattfinden sollte. Innerhalb der Facebook-Gruppe war dieses Treffen mit einer Veranstaltung als Spieleabend angekündigt. In Diskussionsbeiträgen innerhalb der Gruppe wurde aber darauf verwiesen, dass man sich bei diesem Treffen über die Aufstellung einer Bürgerwehr unterhalten möchte. Wir hatten angekündigt, dass wir das Treffen begleiten werden. Inzwischen ist es so, dass die Leitung des Unperfekthaus für heute Abend das Haus geschlossen hat und dementsprechend auch diese Versammlung der eventuell zukünftigen Bürgerwehr dort nicht stattfinden kann. Wir wissen nicht, ob diese Leute sich woanders treffen oder zu einem anderen Zeitpunkt. Wir sehen es so, dass da Menschen mitarbeiten, die so etwas wie eine bewaffnete Bürgerwehr aufstellen wollen und dass sie alleine dadurch, dass der Termin platzt, nicht davon abgehen werden. Nette Menschen haben uns einige Inhalte aus der Gruppe mitgeteilt und per Screenshot zur Verfügung gestellt. Ich möchte da einfach mal ein paar Sachen ausgewählt zitieren. Einer der Administratoren, Herr Müller, der auch von dieser Nazi-Rockband Eudoxie stammt, schreibt zum Beispiel, was man davon hielt, ein Banner zu stellen und dort fortlaufend auf jeder möglichen Demo aufzutreten und erwähnt dabei, und da ich eh gerne in erster Reihe stehe, wird das super, ob Duisburg montags oder Köln oder Düsseldorf und so weiter. Das ist also schon mal ein Hinweis darauf, dass dieser Mensch mehr oder weniger regelmäßig an rechtsextremen Demonstrationen der Pegida NRW teilnimmt. In einem anderen Posting sagt der gleiche: Ich für meinen Teil will nach vorne, denn ich liebe Wasserwerfer, Gummiknüppel und Pfefferspray. Das ist wiederum eine Aussage, die passt zu den Hogesa-Leuten, die unlängst in Köln aufgehalten wurden, als Flaschen und Böller gegen die Polizei flogen. Herr Müller postet da recht viel. Unter anderem, das wurde auch in der Internetpresse bereits veröffentlicht, bei den Ruhrbaronen das Zitat: Es werden mehr kommen, glaubt mir. Ey, Knüppel, also mein Teleschlagstock ist aus Metall. Das zeigt auch wiederum, dass er bereit ist, so etwas einzusetzen, und ob das für eine Bürgerwehr sinnvoll ist. Ein anderer, der heute im Laufe des Tages von der Gruppe zum Administrator ernannt wurde, hat die Tage noch fleißig Werbung für Pegida NRW in der Gruppe gepostet und zur Teilnahme an Demonstrationen aufgerufen, unter anderem für den 18.01. in Duisburg.
für den 12. März in Berlin. Wieder ein anderer, ein einfaches Gruppenmitglied, keiner der Administratoren, hat ein Foto geteilt von einem, ich gehe mal davon aus, das ist ein Fake-Name, von einem Facebook-Nutzer namens Stelli Knallkopf. Dieses Foto zeigt eines der Transparente, die hier in Essen an Fußgängerbrücken aufgehängt wurden. Merkel muss weg. Wenn man sich dieses Foto beim Einsteller in Facebook anschaut, sieht man, dass das morgens um 6:45 eingestellt wurde und auf dem Foto ist ein frisch aufgehängtes Transparent zu sehen, mit einer Person dahinter stehend, mit ausgebreiteten Armen, der sich offensichtlich darüber freut. Im Übrigen ist es eines der Transparente, wo noch mehr drauf stand als Merkel muss weg. Das ist hier in der Lokalpresse ja nicht veröffentlicht worden. Hier ist auch ein Absender dabei, nämlich die Division Altenessen. Eine seit Jahren bekannte Nazi-Gruppe in Altenessen, die zwar nicht häufig, aber doch regelmäßig aktiv ist. Was die Gruppe ebenfalls plant, obwohl sie ja formal noch gar nicht besteht, ist das Anfertigen von T-Shirts mit entsprechender Beschriftung. Hier in dieser von Nazis gerne benutzten Frakturschrift. Und auch den Entwurf für ein Transparent, das die Aufschrift tragen soll: Bürgerwehr Essen, Einigkeit, Recht, Freiheit. Des Weiteren wurde in der Gruppe bereits über den Einsatz von Schreckschusspistolen diskutiert. Da wurde nicht grundsätzlich in Zweifel gezogen, ob das Sinn macht oder nicht, sondern es wurde nur darüber sich unterhalten, wie wirkungsvoll diese Waffen sein könnten. Etwas, was schon veröffentlicht wurde im Internet bei den Ruhrbaronen. Und zwar der Administrator Pierre Müller über seine Vergangenheit. Er spricht da eine Facebook-Nutzerin an und schreibt: Ich mag mich jetzt etwas aus dem Fenster lehnen, vielleicht werde ich aus der Gruppe verbannt, vielleicht kommen auch Sprüche, aber damit werde ich leben. Mir sind Horden von Idioten egal, auch egal, was das sind, wie die sind, jetzt mal im Ernst. Ich mag nicht mehr der Jüngste sein, aber ich bin, war Skinhead, Mitgründer von Eudoxie und jahrelang in Dortmund-Lünen die Straßen gepflastert. Wir waren ein richtig geiler Haufen und nichts konnte uns umstimmen. Man wird reifer und älter, das schon, man hat auch viel dazu gelernt, aber zum einen geht es darum, nur da zu sein, zum anderen darum einzugreifen. Wenn und selbst wenn ich falle, nehme ich einen mit. Das ist ein bisschen schwierig zu lesen, weil das völlig ohne Interpunktion geschrieben ist. Aber er bringt damit wohl zum Ausdruck, dass er jahrelang in Dortmund-Lünen mit einer Gruppe unterwegs war. Diese Gruppe könnte gewesen sein die Eudoxie Streetfighting Group, die auch als terroristische Vereinigung verboten wurde, als Combat 18-Zelle. Und die jahrelang in Dortmund aktiv war. Das mal zu dieser Gruppe. Im Übrigen kann ich noch mitteilen, dass es weitere ähnlich gelagerte Gruppen in Facebook gibt, die dabei sind, sich zu organisieren. Es gibt zum Beispiel zwei Gruppen mit gleichem Namen, aber unterschiedlichem äußerem Erscheinungsbild. Die nennen sich Essen wehrt sich. Es gibt andere Gruppen, die ähnlich verfängliche Namen haben, die aber
keine rechtsradikalen Hintergründe haben. Und da kommen wir jetzt zu dem Teil, der die letzten zwei Tage hier diskutiert wurde, nämlich wie das Unperfekthaus sich verhalten hat. Die Leitung des Unperfekthauses war dafür, dass die Gruppe sich dort treffen kann. Die Leitung des Unperfekthauses ist der Meinung, dass man mit diesen Menschen reden sollte. Ich weiß nicht, ob das Unperfekthaus zu diesem Zeitpunkt bereits wusste, was in dieser Gruppe passiert. Aber ich sehe zum Beispiel einen wesentlichen Unterschied darin, ob es in Facebook in Harzopf eine Gruppe von Nachbarn gibt, die sich gegenseitig verständigt, wenn immer wieder fremde Autos durch die Gegend fahren und irgendjemand dann mal zurückpostet, das ist ein Besucher bei meinem Nachbarn. Oder wenn auf dem Weg auch mal illegale Sperrmüllabladungen gefunden werden. Das ist gegenseitige Nachbarschaftshilfe, das ist gegenseitig aufeinander aufpassen. Das ist eine absolut zulässige Sache, da ist auch die Polizei mit einverstanden. Was diese Bürgerwehrgruppe, die sich jetzt hier im Unperfekthaus treffen wollte, aber wahrscheinlich machen möchte, und das schließen wir einfach aus den Äußerungen in der Gruppe, ist Streife laufen in Essen mit einer formal erlaubten Bewaffnung. Und da sehen wir die Gefahr darin, dass es in den Bereich hineingeht, dass das staatliche Gewaltmonopol angegriffen wird. Um irgendwelche Straftaten festzustellen, das kann man machen, dann ruft man aber die Polizei und greift nicht selbst ein. Und vor allem sollte man dies als Zivilcourage tun, aber nicht als organisierte, teilweise halbmilitärisch, uniformähnlich auftretende Gruppe. So, das war die Sache, weshalb wir gehen. Jetzt Thema als nächster Redner, der Ralf Fischer für die Linke. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich war jetzt nicht drauf gefasst, hier zu sprechen. Das hat man mir vor einer halben Stunde mal eben mitgeteilt. Aber ich kann natürlich ein paar Worte sagen, weil wir auch zu denjenigen gehörten, die von Anfang an dagegen protestiert haben. Als wir das erfahren haben, haben wir einen offenen Brief verfasst an Herrn Wiesemann, den wir gestern dann so gegen 23 Uhr veröffentlicht haben. Der ist auch auf den Ruhrbaron gepostet. Wer das noch nachlesen will, kann das da machen. Ansonsten haben wir da noch so ein paar Blättchen. Was uns vor allen Dingen stört, ist erst einmal die Anmeldung unter Tarnnamen. Das ist gängige Strategie der Neonazi-Szene, das genau so zu machen, weil sie nämlich wissen, wenn sie offen sagen, was sie wollen, vermieten die meisten Wirte ihnen keine Räume. Wir haben das selbst erlebt, wir hatten früher das Stammlokal, die Sternquelle, und da hat sich die AfD eingenistet mit einem Stammtisch. Und dann war der Wirt was erstaunt, als wir ihm die Facebook-Seite der AfD dann zeigten, wo dann in seinem Stammtisch eine öffentliche Veranstaltung mit einem bekannten belgischen Rechtsextremisten stattfand. Also Herr Wiesemann soll bitte nicht so tun, als könnte man mit Leuten reden, die hier eine ganz klare Rechtsstrategie verfolgen. Und die Bildung der Bürgerwehren ist ja auch nichts anderes als das gezielte Ausnutzen dieser schrecklichen Übergriffe von Köln für rechte politische Strategie, um in der Gesellschaft sich Freiraum für den Neofaschismus zu erobern. Und wenn wir in Deutschland bundesweit die Bürgerwehren so machen lassen würden, wie der Herr Wiesemann das tut, dann wäre unsere Befürchtung groß, dass sich das herausbildet, was wir in Deutschland lange nicht mehr hatten, nämlich eine faschistische Massenpartei. Das ist das Problem, das wir gesehen haben. Deshalb sind wir hier massiv eingestiegen. Und natürlich haben wir Herrn Wiesemann auch die Möglichkeit offen gelassen, einfach nur das Stattfinden dieser Gruppe zu untersagen. Jeder Wirt kann, wenn eine Gruppe sich unter Falschnamen anmeldet, einfach den Mietvertrag kündigen. Die muss man sich nicht ins Haus holen, wenn man das nicht will. Herr Wiesemann zieht sich jetzt in einer Erklärung von heute darauf zurück, dass das Unperfekthaus der demokratische Anspruch, dass jeder mit jedem reden kann, durch linke und rechte Störer gleichermaßen zerstört würde. Angesichts der Sachlage, dass er sich selber die Nazis ins Haus geholt hat, ist das der letzte Hohn, liebe Freundinnen und Freunde.
Also ich mache jetzt Schluss, weil es wird kalt und ich war eh nicht drauf gefasst zu reden. Kann gerne noch jemand anders. Ja, Reinhard Wiesenmann ist mein Name. Ich bin der hier Angesprochene. Und ich muss zunächst mal ein paar Sachen korrigieren. Es ist nicht richtig, dass wir die Leute ins Haus geholt haben. Es ist nicht richtig, dass sie sich angemeldet haben. Wir haben mit Nazis nichts zu tun. Und ich habe mit Nazis nichts zu tun. Wir wollen auch nichts damit zu tun haben. Ja, wir haben das Problem jetzt praktisch bekommen. Wir haben das Thema bekommen. Und ich bin auf das Thema... Bitte? Vor zwei Tagen haben wir das Thema bekommen, genau, richtig. Und aber eben nicht auf unsere Initiative, sondern... ich bin von Herrn Max Adelmann, ich weiß nicht, wo er steht, aufmerksam gemacht worden, dass sich diese Gruppe da bildet. Und ich bin von anderen darauf aufmerksam gemacht worden. Wir haben bis zum Schluss keine Anmeldung von denen gehabt. Und ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass es eine Gegendemonstration gibt und dass ein Wachposten vor dem Haus aufgestellt wird und dass sie da eingemischt werden soll in die Gruppe. Und dann habe ich einfach überlegt, was kann man das Beste aus der Situation machen. Und mein Gedanke war, dass so eine Gruppe, die aus, ich glaube, 200 Personen besteht, die, stimmt das? 215 Personen, dass eine solche Gruppe nicht homogen ist. Da sind verschiedene Leute drin. Und wenn ihr oder sie jetzt immer wieder Beispiele anführt von Leuten, die Nazis sind, die gewaltbereit sind und so weiter, dann sehe ich das auch so. Ich glaube auch, dass da Gewaltbereite und Nazis in der Gruppe drin sind. Das, da sind wir uns völlig einig. Nur ich glaube, dass da auch andere Leute drin sind. Und die Frage ist, wie man mit solchen heterogenen Gruppen umgehen sollte. Mein Gedanke ist und war, dass man denjenigen, die nicht gewaltbereit sind und die auf der Basis des Gesetzes agieren wollen, dass man denen eine Möglichkeit zeigen soll. Dass man denen also irgendwas deutlich machen soll, wie sie aktiv werden können, ohne dass sie illegale Handlungen begehen, ohne dass sie gegen die Polizei, ohne dass sie das Gewaltmonopol brechen. Und das finde ich nach wie vor richtig. Und ich habe mit der gesamten Diskussion, wir haben eine unglaubliche Diskussion gehabt, ich habe das ganze Leben noch nie erlebt. Ich habe auch nicht alles lesen können. Es ist einfach unmöglich, diese vielen Beiträge alle zu lesen. Aber ich habe sehr, sehr viel gelesen und ich habe keinen einzigen Beitrag gelesen, der darüber hinausgeht, als zu sagen, wir hätten sie rausschmeißen müssen. Und Max Adelmann hatte gleich zu Beginn schon gesagt, sie treffen sich jetzt nicht hier, er weiß nicht, wo sie sind, er weiß nicht, wo sie sich sonst treffen. Und genau das ist ja das Thema. Also diese Menschen sind da und diese Menschen haben eine Energie, die wollen was tun. Und wenn man denen keinen legalen Weg zeigt, also wenn man den Vernünftigen in diesen Gruppen, wenn man denen keinen legalen Weg zeigt, wie sie sich engagieren können, dann treibt man sie zu den Radikalen. Und das war mein Gedanke, das zu vermeiden. Und wie gesagt, es ist keine andere Idee, keine andere Lösungsidee irgendwo auch nur geäußert worden. Ich höre immer nur rausschmeißen, sich distanzieren, ausgrenzen. Das ist aber keine Lösung. Max Adelmann hat selbst gesagt, dass das keine Lösung ist. Ich bin der Einzige, der versucht hat, eine Lösung zu machen. Und das ist nicht in Ordnung. Also man kann über die Lösung diskutieren, ist völlig okay. Aber man kann mich nicht so ausgrenzen, man kann sie mich nicht so angreifen. Das ist nicht okay. Und wer diese Lösung nicht gut heißt, der möge doch bitte eine andere Lösung nennen. Also die Leute rauszuschmeißen, ist keine Lösung. Max Adelmann hat zu Beginn selbst gesagt, dass das keine Lösung ist, aber er hat keine andere. Ich vermute, niemand von euch hat auch irgendwie eine andere Lösung. Ihr habt keine Lösung. Und der Einzige, der eine Lösung hat, den greift ihr an. Das ist nicht in Ordnung. Ja, mein Name ist Michael Stahlmann, ich bin Sprecher der Essener Linken und ich möchte Herr Wiesenmann ein paar Antworten geben darauf, weil ich finde, das, was Sie hier äußern, ich mag Sie eigentlich, ich mag Ihre Initiativen, aber das, was Sie hier äußern, ist ausgesprochen naiv. Und da steckt eine große Gefährlichkeit drin. Und deswegen kam diese freudsche Fehlleistung von mir mit dem Wiedermann auch gar nicht von ungefähr. Ich empfehle Ihnen von hier aus nochmal, gucken Sie sich das Stück von Max Frisch nochmal an, Wiedermann und die Brandstifter, weil genau so verhalten Sie sich. Sie sehen nicht, was eigentlich dahinter steckt. Es geht nicht darum, dass hier irgendwelche
ja, unbescholtenen Bürger versuchen, irgendeine Sicherheit in dieser Stadt herzustellen, die überhaupt nicht bedroht ist, sondern es geht darum, dass Neofaschisten gezielt versuchen, die Ereignisse von Köln zu instrumentalisieren, um damit ihr Süppchen zu kochen. Und diesen Leuten einen Raum zu geben, in dem sie dieses Süppchen kochen können, das hat nichts zu tun mit Dialog oder mit Lösung oder mit sonst irgendwie was, sondern das hat nur was damit zu tun, ihnen auch noch das Mäntelchen einer demokratischen oder einer sonstigen Bewegung umzuhängen. Und da machen sie einen Riesenfehler. Und deswegen appelliere ich noch einmal an Sie, lassen Sie diese Brandstifter nicht in Ihrem Hause brandstiften, sonst sind Sie einer der Ersten, denen der Dachstuhl brennt. Ja, danke für den Hinweis. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, eine Lösung habe ich hier auch nicht gehört bei Ihnen. Also eine andere Idee, was man machen könnte. Und ich denke, man muss verschiedene Wege auch mal ausprobieren. Also die sagen, dass man den Leuten keinen Raum bieten soll. Und damit betrachten sie die Gruppe aber als Einheit. Also sie, ihre Theorie basiert auf der Voraussetzung, dass es eine homogene Gruppe ist, dass das eine Gruppe von Leuten ist, die man komplett ablehnen soll. Sie haben doch aufgeschlossen, weil Sie sagen, die Linken sind alle gewaltbereit. Das habe ich nicht gesagt. Ja, also ich bin schon sehr differenziert. Es könnte Gewalt geben, nicht ja, genau. Immer besser. Richtig. Ja, also ich versuche schon. Ich versuche schon zu differenzieren. Also es gibt Leute, die sind aggressiv, die sind gewaltbereit, und es gibt Leute, mit denen kann man reden. Und mich interessieren die Leute, mit denen man reden kann. Egal wo sie stehen. Und ich finde, das müssen wir weitermachen. Wir dürfen nicht zulassen, dass in unserer Gesellschaft ein Redeverbot entsteht, dass es so Tabuthemen gibt, dass man über bestimmte Themen und bestimmte Gedanken nicht äußern darf. Wenn wir das machen, dann verziehen sich diese Leute mit diesen Gedanken alle in den Untergrund oder radikalisieren sich. Muss nicht unbedingt sein. Ich wollte noch kurz was zu der Lösung sagen, weil ich glaube nicht, dass die Lösung darin besteht, eben diesen Leuten einen Raum zu bieten, in dem sie sich verbreitern können und in dem sie möglicherweise eben auch Leute anlocken, die sie vielleicht sehen als noch nicht so neofaschistisch infiziert oder sowas. Aber meine Lösung ist ganz einfach, man muss neofaschistischen Gedankengut überall und jederzeit entgegentreten und darf ihnen kein Fußbreit Toleranz geben. Und das ist die Lehre, die wir daraus ziehen müssen. Nie und niemals dürfen die irgendwo, es hat nichts mit Redefreiheit oder Gedankenfreiheit oder sowas zu tun. Faschismus ist keine Meinung, das ist ein Verbrechen, und dem müssen wir überall und jederzeit entgegentreten. Ja, herzlichen Dank. Das nimmt mir schon viel vorweg. Ich bin Oliver Kahn für die Jusos hier. Wir sehen das ähnlich. Es ist äußerst schade, dass das Unperfekthaus heute zumachen musste. Es ist schade, dass der Anlass der ist, dass es nicht nur irgendwelche rechten Spinner sind, sondern das heißt, es gäbe auch gewaltbereite oder radikale andere Antidemokratinnen, die sich jetzt alle hier versammelt haben. Das ist irgendwie eine Pauschalisierung und auch ein Denken, was wir absolut überhaupt nicht unterstützen können. Und wir hätten uns da auch von Herrn Wiesemann ein bisschen mehr Offenheit und ein bisschen mehr, naja, über den eigenen Horizont schauen, gewünscht. Denn, wie schon gesagt, es ist eben nicht so, dass man sich mit Rechten an einen Tisch setzen kann und dann schön auf der beim Spieleabend irgendwie darüber nachzudenken, eine Bürgerwehr zu gründen, sondern es ist und bleibt so, dass Faschismus ein Verbrechen ist. Wir wissen, dass dem Unperfekthaus auch rechtzeitig schon Infos zugespielt worden sind, welches Klientel sich dabei versammeln würde, und sämtliche Anmahnungen und Bitten vom Bündnis Essen stellt sich quer wurden da irgendwie in der Hinsicht relativiert, dass man sagte, naja, man müsse ja die Leute irgendwo abholen und das wäre schon nicht so schlimm. Wenn der Prozentsatz von den sogenannten besorgten BürgerInnen, und wir tun jetzt mal so, als wären das wirklich nur ganz besorgte BürgerInnen,
nicht ganz so klein gewesen wäre, hätte man da vielleicht auf diese Argumentation noch was machen können. Aber es war eben so, dass wir jemanden dabei haben, der früher mal in einer Rechtsrockband aktiv mitgewirkt hat. Bilder von irgendwelchen Leuten, die vor einem divisionalten Essen Transkrieg posen. Das sind definitiv keine Leute, die man in irgendeiner Art und Weise als GesprächspartnerInnen haben will. Man weiß ganz genau, dass die zu Gewalt neigen, dass die rechtsextreme Gewalt gutheißen und ausüben. Und sowas hat einfach im Unperfekthaus bei aller Liebe überhaupt nichts verloren. Und da hätten wir uns wesentlich mehr Standfestigkeit, mehr Standhaftigkeit gewünscht. Deswegen. Auch dem stimme ich weitestgehend zu. Also, dass gewaltbereite Leute im Unperfekthaus keinen Platz haben, sehe ich ganz genauso. Und wenn wir aber jetzt mal betrachten, was jetzt hier ganz konkret passiert ist. Also, es haben sich Leute im Unperfekthaus verabredet, wir haben davon erfahren und wir haben das thematisiert. Wir haben uns überlegt, wie kann man das Problem bearbeiten, was kann man machen, um die Leute oder zumindest einen Teil der Leute, muss man immer betonen, also mir ist völlig klar, dass da einige Nazis bei sind, aber ich bin auch davon überzeugt, dass da Leute bei sind, die man noch aus dieser Richtung, denen man Alternativen zeigen kann. Und das Ergebnis ist, dass wir jetzt hier stehen. Das Ergebnis ist, dass da eine Gegenkraft entstanden ist, was auch gut ist. Es ist schade, dass die Gegenkraft die Nazis drohen mit Schlagstöcken aus Metall. Ihr droht, oder ihr, ich weiß jetzt nicht, wer von euch auf Facebook geschrieben hat, aber auf Facebook sind sehr, sehr viele Kommentare, die sehr, sehr kompromisslos sind, die das Reden ablehnen, die gar nicht drüber reden wollen, die sagen, mit denen redet man nicht und so weiter. Das ist auch keine richtige Verhaltensweise. Ich hätte mir gewünscht, dass die Gegenkraft, die von euch hier ausgeht, dass die ein bisschen positiver gewesen wäre. Dass ihr also gesagt hättet, da lacht jemand. Muss das Ereignis positiv sein, auf das wir uns beziehen? Und das ja. Das Problem ist aber doch, wer die letzten Zeit die Nachrichten gesehen hat, der wird auch gesehen haben, dass Unmengen an Bürgern Pfefferspray kaufen, Schreckschusspistolen kaufen. Also es ist eine Massenbewegung. Es gibt immer mehr Leute, die meinen, sie müssten sich verteidigen, die müssten die Sicherheit erhöhen und so weiter. Und bitte? Nein, wir sind mit dem Thema konfrontiert worden und ich habe überlegt, was man machen kann, um das Thema in irgendeiner Form zu bearbeiten. Und die Bearbeitung besteht darin, dass man überlegt, wie man die Leute in eine legale Richtung beraten kann. Und das finde ich nach wie vor sinnvoll. Wenn Leute Angst haben, wenn Leute meinen, sie müssten sich für Sicherheit engagieren, dann finde ich es besser, wenn man ihnen legale Wege zeigt, wenn man ihnen erklärt. Verstehen Sie denn nicht, dass ich diese Gruppe differenziere? Verstehen Sie denn nicht, dass diese Gruppe aus verschiedenen Menschen besteht? Haben Sie nicht verstanden, dass es in der Gruppe Nazis gibt und andere Leute? Ja, richtig, richtig. Nein. Gucken Sie sich mal an die Plattform, die wir denen hier geben. Das ist ja gar nicht so. Also der Versuch ist. Wir müssen das Funkmikro Richtung Anlage richten, sonst hört man das. Also ich finde es besser, dass diese Leute sich im Unperfekthaus treffen, wo es Öffentlichkeit gibt, wo es Gegenkräfte gibt, wo es Engagement gibt, als wenn sie sich im Hinterzimmer des Gasthofs zum grünen Berg treffen. Nein. Das ist richtig. Das ist Ihre Meinung. Das ist hier bitte auch meine Meinung. Ich habe die Meinung, dass man den Leuten legale Wege aufzeigen muss. Das ist meine Meinung. Ich habe das gleiche Recht auf meine Meinung, wie Sie ihr Recht haben. Bitte respektieren Sie auch meine Meinung. Deshalb freuen wir uns auch, dass Sie hier Stellung nehmen. Das ist was Danke. Und ich freue mich auch, dass Sie mir die Möglichkeit geben, hier Stellung zu nehmen. Wir wollen letztlich alle das Gleiche. Wir sind gar nicht auf verschiedenen Richtungen, aber wir haben verschiedene Wege. Und da müssen wir uns bitte respektieren und nicht einfach sagen, der eine ist blöd oder der andere ist schlau, sondern keiner von uns weiß, was man da richtig machen muss. Und wir müssen einfach verschiedene Wege probieren.
Okay, erstmal schönen Dank. Ich denke mal, dass das Unperfekthaus und der Reinhard Wiesemann noch gehörige Diskussionen im Haus in den nächsten Tagen haben werden. Es ist Ihre Situation, in der Sie jetzt stecken und wie Sie da zu Rande kommen. Wie gesagt, es kann ja trotzdem sein, dass sich die Bürgerwehr irgendwo anders trifft und aktiv werden will. Von den Grünen wollte die Frau Zeeb jetzt noch was sagen. Ja, hallo, mein Name ist Elke Zeeb, ich bin im Vorstand von Bündnis 90 Die Grünen. Ich möchte nochmal auf unsere angebliche, generell, da fühlen wir uns ja alle von allen Parteien angesprochen, auf die Ideenlosigkeit, die er mehrfach angesprochen hat, dass keiner Lösungsansätze bietet. Was ist denn das Grundproblem hier in Essen? Dass all das, was hier passiert, wird ja ganz pauschal auch einer Gruppierung zugeordnet. Alles, was in Essen an kriminellen Dingen passiert, sind ja eigentlich die Flüchtlinge. So wird es von den meisten rechten und von den meisten rechtsstrukturierten Organisationen ja erzählt. Es ist ja nun mal mehrfach von der Polizei auch kommuniziert worden, dass die steigenden Einbruchszahlen, die wir in Essen haben, und das ist auch mehrfach auch schon in der Presse kommuniziert worden, nicht mit unseren Flüchtlingen zu tun hat, sondern dass das kriminelle Organisierte sind, die aus dem Ausland kommen, hier einbrechen und wieder verschwinden. Aber das wollen Bürgerwehren in unserer Stadt ja gar nicht hören. Das wollen sie nicht hören. Es richtet sich gegen die Flüchtlinge. Und das ist mal ganz klar. Und sie sagen, wir haben keine Ideen. Es gibt Ideen und diese Ideen sind gar nicht mehr umsetzbar. Weil selbst wenn die Polizei, und das hat sie auch vor, und das ist auch in vielen Bezirken schon abgesprochen, Spaziergänge mit Bürgern zum Beispiel machen will. Und für eine, es gibt ja subjektive und objektive Unsicherheitszonen, struktureller Natur. Ob es Licht ist, ob es Bauten sind, das hat nichts mit Menschen zu tun, die irgendwas Böses tun, sondern einfach Sicherheit. Die kann auch durch harmlose Gegenstände hervorgerufen werden. Solche Sachen sind jetzt im Keim durch Bürgerwehren erstickt worden, weil ich würde von meiner Seite aus, wenn ich jetzt einen Sicherheitsspaziergang für Bürger anbieten würde, würde man mir direkt sagen, ich bin eine Bürgerwehr. Durch diese organisierten Bürgerwehren ist das alles jetzt kaputt gemacht worden. Das heißt, es wird jetzt auch kaum einer was machen, weil keiner in diese Ecke geschoben werden will. Und wer was Positives mit Bürgern machen möchte, der macht es oft und der meldet es sich unter einem anderen Namen an. Und sie sagen, es ist nicht organisiert. Eine Facebook-Gruppe kann entscheiden, wen sie aufnimmt und wen sie nicht aufnimmt. Das tut jeder. Und der googelt auch die Leute vorher, die er aufnimmt. Und dann wäre die Hälfte dieser Leute gar nicht in dieser Gruppierung gelandet. Das muss man auch mal ganz klar sehen. Von daher können sie nicht behaupten, es gibt keine Ideen. Nur diese Ideen werden gerade von solchen organisierten Bürgerwehren kaputt gemacht. Haben Sie dafür eine Lösung? Ich denke, in Anbetracht der Zeit und auch in Anbetracht dessen, dass sich die Bürgerwehr hier im Unperfekthaus heute nicht trifft, können wir das jetzt mal für heute Abend abhaken. Aber ich würde alle bitten, auch die speziell, die in Facebook aktiv sind, weiterhin aufmerksam zu sein. Wenn ihr irgendwas seht, irgendetwas findet, ihr könnt das einfach an unsere Infoadresse schicken, Screenshots machen. Und wir werden dann gegebenenfalls aktiv werden. Erstmal schönen Dank, dass ihr gekommen seid, trotz der späten Uhrzeit und der Saukälte. Und ich finde es doch ganz gut, dass wir so 50, 70 Leute geworden sind, trotz der kurzen Mobilisierungszeit. Dankeschön. Ja, das war's. Das ist Omar aus Duisburg, aus persischer Herkunft, und ich spreche auch für dich, dass das nicht in Ordnung ist, dass man, wenn man einen Schwarzkopf sieht, dass man auch direkt denkt, dass er kriminelle Hintergründe hat. Also, ich bin Omar. Ja, ich mache gerade mein Abitur
Also bin zum Beispiel nicht kriminell. Danke, danke, danke. Hier ist Lennart, der macht gerade seinen Hauptschulabschluss. Großer Unterschied, oder? Ja. Eigentlich meinte das genau umgekehrt, der macht den Hauptschulabschluss. Ja, danke. Okay, danke schön. So, jetzt ist hier offiziell Schluss, Ende. Ich wollte kein offenes Mikro hier haben. Hallo, ich bin der Can, wohne hier in Essen und ich verstehe, dass einige Leute hier Angst haben und deswegen eine Bürgerwehr gründen wollen, aber ich glaube, dass Gewalt mit Gewalt zu lösen keine Lösung ist. Das ist, als würde man Öl ins Feuer kippen. Also Hass auf Hass funktioniert nie. Ihr habt doch alles Star Wars gesehen, ihr habt doch die Sprüche von Yoda gehört. Warum versteht das hier keiner? Also, was ich damit mal sagen will, ist, man muss intervenieren, auf jeden Fall. Aber dahin zu gehen und zu sagen, okay, wir stellen uns jetzt hier als Gruppe und passen hier auf. Wer sagt denn, dass die nicht mal einen Unschuldigen treffen? Wer sagt das? Weil ich sehe auch vielleicht aus wie ein Flüchtling für jemand anderen. Und dann werde ich vielleicht wegen meiner Hautfarbe oder wegen meiner Haarfarbe einfach attackiert. Nur weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Passt nicht dann. Schönen Dank. Ja, guten Abend.